Da sind wir auch schon wieder mit unserem Let's Play Magica. Nach dem etwas verpatzten Ende der letzten Folge sind wir heute, ich glaube, ich muss das Mikro etwas anders stellen, wieder Fesch dabei. Mit dabei später auch noch der Fesche Vlad. Und wir sind wieder kurz vor dem Kampf. Wollen wir uns eine Strategie ausdenken? Wir gehen erstmal hier gucken, ob wir es mit Schafen können. Entschuldigung für den Husten. Ich habe Elch gefunden. Aber den haben wir schon. Ein wunderschöner Elch. Den hatten wir schon. Bezahle ich das jetzt in den Schafen können? Ja, nee, geht nicht. Warte mal. Ich will mir jetzt zuerst mal ein Wasserschild casten. Ich will es probieren. Wir jetzt noch ein Wasserschild casten. Ich bin gleich wieder da. Ich hab mal kurz die Katze getriggert. Ich glaube, der eine sollte eigentlich wegrennen jetzt. Ja. Der ist jetzt im Kampf mit drin. Dafür haben wir einen schon getötet. Ich habe ihn getötet. Ah ne, guck mal, er rennt doch noch weg. Hä? Ich glaube, wir haben Spiel gemacht. Wenn die jetzt beide wegrennen, lache ich. Okay. Komm, 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 komm. Ran, geh ran, geh ran. Hä? Ja, jetzt habe ich einen. Irgendwas hat mich getötet, Sven. Ja, ich weiß schon. Schnell, 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 bevor wir wieder sterben. Du bist auch fast tot. Ich habe den aber getötet, also von daher. Du musst Feuer noch mit reinmachen. Ja, verdammt, das geht ja mit der Leertaste. Ich habe den Donnerkeil uns geholt. Sehr schön. War hier irgendwas Cooles noch? Ja, da ist noch ein Krummstab, liegt da, glaube ich. Tötest du bitte nicht meinen, töte bitte den anderen. Welcher ist nicht deiner? Den, nicht meiner ist der, den du jetzt nicht getötet hast. Genau, der hier. Der war nicht meiner. Das warst du. Und mich sorry. Bitte auch nicht. Sorry. Ja, sorry. Ist das ein Krummstab oder ist das deiner? Nee, das ist auch ein Krummstab. Ja, so. Geist beschwören können wir mit dem ausführen. Ich wollte doch gerade Zunichtung machen. Zack. So, jetzt habe ich's. Jetzt kann ich mich kurz wieder. Du hast ihn getötet mit Zunichtung! Achso, ja, alle Buffs sind weg. Da war ja was. Dieser sieht aus, als hätte einen wirklich schlimmen Tag gehabt. Ja, ich glaube auch. So ein bisschen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ist da hinten noch was? Für das übermächtige Spielspaßvergnügen. Natürlich ist das auch ein bisschen übermächtig, aber du weißt ja, wir hatten damit auch ein paar Probleme, weil zum Beispiel Leben nicht ging oder so. Würde ich sagen, in Magica 2, je nachdem, was wir für Roben haben, würde ich gerne wieder unsere Spezialroben verwenden. Ja. Was haltet ihr davon, Leute? Schreibt einfach mal in die Kommentare. Genau. Wir haben ja noch Leute, die was fragen können. Die sind ja nicht ganz allein auf uns angewiesen. Für Magica 1 wird das jetzt wahrscheinlich nichts, weil wir es wahrscheinlich vor Veröffentlichung komplett durchknüppeln oder so. Müssen wir mal gucken. Vor allem vor Veröffentlichung dieser Folge. Obwohl Magica 2 fängt ja schon dann nächste Woche Montag an. Vielleicht müssen wir ja bis dahin veröffentlichen. Stimmt. Also. Dann müssten wir ja jetzt schon loshauen. Ich werde mir mal ein Blitzschild geben. Das solltest du vielleicht auch mal tun. Ach was. Warum stirbt denn der Typ nicht? Stirb mal Typ, stirb mal Typ, stirb mal Typ, stirb mal Typ. Hier, kannst du einen Blitzspeer dir holen. Na, den hat's zerfetzt. Ich glaube aber, er lebt noch, oder? Nee, der liegt da und hat keine Beine mehr. Also, jedenfalls sieht man sie gerade nicht. Ich komme nicht ran an den Blitzspeer. Jetzt aber. Da steht ein Blitzspeer. Nein! Thunderhead. Hab dich doch mal immer nicht so.
Könntest du bitte nicht meine... Ich kann es schwerlich nehmen. Weil zu nah an dem Ding dran liegt, jetzt. Was du immer für Probleme hast. Das sind ja First World Problems, die du so hast. Ich mag die Schafe. Mäh. Das hast du schon gesagt. Gibt's hier einen Abgrund? Oh, ich glaube, da ist ein Abgrund. Da will ich nicht hin. Nein! Nicht mit meinem Donnerschwer! Stelle ich mir halt den Kontrollpunkt jetzt so. Kontrollpunkte geben Anforderungspunkte, weißt du, ne? Ich habe ein Steinschild, ja. Ob der gegen Steine hilft? Du brennst übrigens. Du bist tot übrigens. Schnell mich selbst heilen! Wenn du jetzt gestorben wärst, ich hätte so gelacht, wenn wir das wieder anfangen müssten. Ich wollte eigentlich mal mein Tablet umstellen, dass ich nicht jedes Mal nach 10 Minuten oder so geht der Bildschirm aus. Und ich habe doch da meinen Timer laufen. Du könntest den Bildschirm so einstellen, dass er rechtzeitig... Moment, hier liegt irgendwo... Ich glaube, hier war das... War das hier? Irgendwo liegt dieser Diebesdolch rum, den ich haben will. Banditendolch. Ich glaube, das war hier irgendwo. Kein Blitz gegen die Dinger. Komm her. Könnt ihr mal bitte nicht ausweichen, damit ihr brennt? Weil wenn ihr einmal brennt, ist mir der Rest egal. Na komm her! Nicht auf mich, bitte! Dankeschön. Ich lebe nur noch durch mein Schild. Warte mal. Ja, halt mal. Ja, geht gerade nicht. Du müsstest mich beschützen. So viel zum Thema beschützen. Weißt, wenn du ein Schild hast, kannst du dich boosten. Ah, ich bin nicht darunter. Du bist gerade alleine. Trocken dich ab und gib und hau einfach Donner rein. Nein, nicht so. Scheiß Magier, scheiß Wassermagier. Na, komm, gib mir den Krummstab. Ich bin schon wieder. Hilfslebewesen. Nein, ja. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ach so, verdammt, das geht ja nicht. Muss das aufhören zu regnen, genau. Feuer auf mich selber. Lebenszweck. Nein, das. Ich muss zu diesem scheiß Magier hin. Ja. Dich. Stirb einfach. Ich hab diesen komischen Feuertypen getötet. Ich hab den Wassertypen getötet. Der war viel nerviger. Ja, der war ziemlich nervig. Nee, ich will den Stab hier. Danke. Oh, es gibt später noch einen schönen Stab, den wir beide haben wollen wahrscheinlich. Ja, den kriegen wir auch beide vielleicht noch. Was ist das für ein Stab? Funkstab, okay. Ach, das bist du. Ich hab dich jetzt angegriffen. Ja, ich wollte dich auch gerade. Nass. Die Frage ist, wer tötet hier wen? Ich töte einfach mal alle. Da ist ein Schwert. Ah nee, das ist auch bloß so ein scheiß Schwert. Dankeschön. Kein Ding. Kein Ding. Ich nehme mir viel zu viel Schaden mit diesem scheiß Charakter. Ach ja. Ich will meinen Space Marine wieder. Als Astartes ist das Leben viel einfacher. Ja, warte kurz, hier liegt irgendwas.
Krummstab, das ist das Gleiche. Ja, dort ist noch ein Feuerding, wenn dir Feuer lieber ist. Nee, ich mag Strom, weißt du. Gehen wir weiter. Level beendet, pass auf. Nee. Jetzt kommen wir. Oh, das. Das Dorf beschützen, ne? Thunderhead, Schießpulverlieferant. Kombinationsläufer. Da hätten sie fast eine Regel verletzt. Die Bestien kommen! Ich will den Besen haben, ist bestimmt übelst heiliger Zement. So, wir müssen die jetzt von den Häusern fernhalten. Wir haben gleich eine Lebensleiste von den Häusern und die sollen wir. Wir sollten da möglichst schnell hochrennen. Der hat ein Blitz-Dings. Das heißt, ich weiß nicht, ob Zunichtung bei ihm hilft. Versuch's mal. Du schaust Zunichtung rein, ich hau mir einen Feuerzauber rein. Moment, noch nicht. Jetzt. Nein! Ich brenne. Du hast mir aber meine Zauber wieder rausgenommen. Wir müssen die von den Häusern ablenken. Ich bin irgendwo... Ja, das haben wir bisher ganz gut geschafft. Ich bin tot! Ja, solange keiner Regen kast, kommen wir noch gut zurecht, ne? Wieso rennen sie weg? Weil wir den Anführer... Weil ich den Anführer... Ach so. Oh, wir kriegen was, wenn wir alle retten. Super. Was? Nur mit Hilfe einer Büroklammer und einer Flinte. Ich will das haben. Ist das eine Nahkampfwaffe oder ist das ein Stab? M60. Sorry, Leute, aber... Da gibt's eine Errungenschaft dafür, nimm die auch mal. Da musst du dein anderes Dings wieder nehmen. Wenn ich's finde. Warte mal, wo ist sie? Na toll, ich werde dich jetzt töten müssen, damit ich die kriege. Ich wollte dich töten. Nein! Nicht mich! Ja, jetzt kannst du... Nein! Ich hab das Haus in Luft! Nein, jetzt ist ja egal. Nimm mal mein Dings da und... Kannst du mich mal wiederbeleben? Nee, jetzt nicht den Stab da nehmen. Ansonsten, du sollst mich wiederbeleben, Junge. So. Ich komm aber nicht an deine Waffe rein. Ja, weil du sie weggepustet hast. Jetzt muss ich dich töten. Komm mal mit, wir gehen mal auf eine Lichtung. Achso. Nicht weitergehen! Nein, wo geht denn der hin? Du darfst nicht darüber gehen! Ist egal, ich hab die Waffe noch. Können wir nachher machen. Ich bin gerade halb weggebackt. Ich wollte nur auf den Platz gehen. Ich habe eine M60. Die würde ich wahrscheinlich auch einsetzen. Nachdem sie das Dorf Weiditorp gerettet und die Schlange Jormungandir getötet hat... Okay, jetzt war der falsche Text. Das war nämlich erst... Hier hatten sie die Texte vertauscht, warum auch immer. Ja. Von blinder Bestien die meisten. Vielleicht sollten wir mal einen Bug-Report schicken. Ja, aber ich glaube, für Magica 1 ist das ist vorüber. Aber dank der nahezu vampirischen Kräfte Flats. Der nahezu vampirischen Kräfte Flats? Ist egal, ich glaube, der Text, der danach kommt, oder? Nee, das war der davor kam. Ach ja, wir haben ja Jormungandir die Schlangen getötet. Chuck Norris kommt in diesem Spiel nicht vor. Nasse Feinde und solche mit Rüstung erleiden mehr Schaden durch Blitze. Und ich habe eine M60. So, ich muss dich jetzt gerade mal töten, um dann in das M60 zu kommen. Darf ich mich selbst töten? Nein. Könntest du dich bitte... Nein! Nein! Du weißt hoffentlich, dass wir mit den Leveln, mit den Waffen wieder starten. Glück gehabt. Ich habe gesagt, du darfst dich nicht selber töten. Warum rennst du mir auch hinterher? Mensch. Übrigens, das tolle Playmobil-Pferdchen ist auch super. Dann töte dich halt selber. So. Das kann ich.
Du musst ja jemanden töten damit, mit der M60. Ja, warte mal, ich werde dich erstmal wiederbeleben. Du könntest einfach... Also dich töten gibt kein Achievement. Ja, danke, du könntest versuchen, den Baumtypen zu töten. Ach so, das ist eine Idee. Mach ich Blitz auf mich selbst. Baum darstellen und dann... Ja. Ah, das gibt Ziel-Achievements. Hm? Das gibt Ziel-Achievements. Echt? Erste Treffer gab's bei mir. Ey. Du ja, standst im Weg, ich wollte das Playmobil-Pferd töten. Kleiner Tipp, gib Vlad niemals eine M60 in die Hand. Ich bin nicht Vlad. Ja, du bist nicht Vlad. Trotzdem sollte man dir auch keine in die Hand geben. Ich glaube, wir müssen durch das Tor. Ja, ich will erst mal gucken. Da liegt ein Elch. Den haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, oder? Nee, ja, der ist neu. Was nun mit all den Elchen? Hä, hey, gibt's hier kein Geheimnis? Hey, wie sagen wir den Elch nicht? Nein! Warte mal gucken, ob ich... was steht da? M60, ein neumodischer Apparat mit mehreren beweglichen Teilen. Für ein Fantasy-Spiel eigentlich viel zu hoch entwickelt. Ich wollte das noch vorlesen. Meine M60! Ich komme nicht mehr raus. Oh, der ist hier drin gewachsen. Der zählt übrigens 50, ne? Der zählt 50 getötete Gegner. Ernsthaft? Ja, wir reden gerade mit dem Typen, den ich getötet habe. Passt schon. Ganz ehrlich, die M60 ist ja mal wohl... Stimmt. Die M60 ist ja mal wohl das Geilste. Du machst gleichzeitig Schaden und heilst mich. Wow. Und machst mach dich nass. Hey, ich mach dich nass. Ja. Das will ich, glaube ich, gar ganz nicht. Ganz ehrlich, die M60 ist ja mal ein bisschen übermächtig, meinst du nicht? Ach, was. Sagt der mit dem Bolter-Sturmgewehr rumrennt. Tu ich hier gar nicht. Außerdem ist das kein Bolter-Sturmgewehr, das ist nur eine Bolt-Pistole. Ich kann nicht durch Luftball fahren. Kann ich vermarken, aber Longblick. Kann eben Rotter auf Kiwi Rapper Rap. Der kann ich. Hä, das verstehe ich nicht. Wieso ist Vlad da hergekommen? Na, er ist nicht aufs Boden gelandet, sondern auf einem anderen Schiff, was gut gegangen ist. Ach so. Der war Tier. Ich bin der Ripper, der wäre Banaporgen, ne? Das sichere Warmschloss ist auch genauso hart, ja. Wir müssen gucken, hier gibt es bestimmt noch irgendwo was. Mach auf! Oh, ich bin einfach zu geil. Ja, da versinkt gerade die Frau in der Straße. Also, wie ihr seht, ist es genauso ungünstig, Vardrak ein Sturmgewehr in die Hand zu geben. Weißt du was? Nee, tötet die mal nicht. Wir wollen mal gucken, wie viel wir davon noch übrig halten können. Warte mal kurz. Ich brauche kein Sturmgewehr, um die alle zu töten. Wie sie alle in Flammen auf den Gang sind. Ich habe ihnen gerade das Leben gerettet. Ich glaube, sie sind trotzdem tot. Hör auf zu schnarchen. Entschuldigung. Bam! Ja, wem ist es noch nicht passiert? Manchmal fliegt halt einfach was in die Wand. Keine Zeit zum Schlafen, die Welt will gerettet werden. Okay. Mit dieser Stadt geht es echt bergab. Vielleicht kann ich meine M60 ausprobieren. Ja. Ey, du sollst nicht die Lieben abschießen, du sollst die Bösen abschießen. Wer ist böse? Warte mal, was passiert eigentlich, wenn wir nach da gehen? Kommt man dann noch da weiter? Komm bitte mit. Hey. Kann ich. Was böse mich da. Das ist einfach zu geil, so jetzt kann man laufen. Ich möchte auch wieder mein M60. Nee, ist nicht. Geht nicht. Ich möchte auch wieder meine Bolt-Pistole. Sag mal, behalten wir die Inventarsachen, wenn wir andere Charaktere spielen? Sollten wir bei Gelegenheit mal gucken auf dem anderen Spielstand. Oh mein Gott, ein grausiger Gegner! Er ist zu stark für uns!
Mit so einer Fernkampfwaffe ist endlich. Zieht euch zurück und ladet nach! Ladet nach! Der Feind ist übermächtig. Lass mir auch noch ein bisschen was für den Spaß übrig. Ah, ist okay. Nahkampfwaffe? Den kannst du als Fernkampfwaffe genauso nutzen. Na, ich sag doch. Das ist auch so ein Bombentyp. Kann ich den irgendwie töten? Töten wir die ganzen Bombentypen, genau. Ich glaube, die sind alle tot. Hallo, Vlad. Vlad, hey, was geht? Guck mal, ich habe eine M60. Jetzt verstehe ich. Schon gut. Ey, wir waren das nicht. Außer also, falsch, du hast mir das mal nicht. Hexenmeister, ich habe eine M60. In den heftigen Kämpfen kann ich mich bestimmt verbeißen. Ja. Ihr eurerseits müsst zum König eilen. Oh ja, wir kriegen bald eine neue tolle Magik. Sie wollte doch nur fliehen. Errungenschaft, Fleischleute, 250 von 1000. Hey, du hast mich gerade getötet. Ja, ich kann gerade nicht. Du musst gerade Wehrlose und Gegner töten. Und wehrlose Gegner auch. Bitte. Das war fast richtig. Jetzt seine Waffen wieder haben. Oh ja, ich hätte eigentlich gern das die M60, aber ich krieg schon noch eine schöne Waffe. Wo kommst du denn jetzt? Von rechts oder von links? Von beiden Richtungen, aber wir gehen nach oben. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung wir müssen. Da ist ein Hammer! Errungenschaftsfortschritt. Sherlock Holmes, 11 von 14. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Süße Überraschung, sie ist verschlossen. Ja. Ich hab meinen Warhammer wieder. Moment. Wer ist das? Lacht ein Warhammer rum? Wer ist dieser Typ? Der Typ denn? Durchgehen. Hier steht ein Typ bei mir. Ich ist kein Typ. Direkt dort, wo ich jetzt stehe, steht ein Typ bei mir. Soll ich mal draufschießen? Moment. Nee, kannst ruhig schießen. Warum sind nur alle Türen verschlossen? Aber ich hab meinen Warhammer wieder. Blandi sieht Geister. Weißbrot. Lotti hat es auch gesehen. Okay, du übernimmst die obere Seite, ich die untere Seite. Ja, klar. Warte mal, kannst du durch ein Schild durchschießen? Okay, du übernimmst rechts, ich nehme über links. Übernimm links. Okay, nein, du kannst nicht. Oder wir machen es anders. Du übernimmst alles und ich versuche nicht von deinem M60 zu sterben. Was bist du? Dankeschön. Ich darf die Bombentypen noch nicht reinkommen lassen. Leichtsteuer 50 von 100. Oh, ich brauche eine Kombi wahrscheinlich für dieses Achievement. Wie eine Kombi? Ich muss bestimmte Anzahl von Gegnern. Oh, kannst du den bitte? Ich will den Stab haben. Ja, ja. Aber ich glaube. Ich glaube, den, glaub, den kannst du ohne Zauber relativ leicht platt machen. Komm schon. Wenn man stehen bleiben würde. Er ist umgefallen. Ja, der denkt anscheinend gar nicht daran, den Schaden zu nehmen. So, wir müssen übrigens. Wir machen den Kampf noch schnell zu Ende, weil wir gerade mitten drin sind. Eh? Rauf! Natürlich. Weißt du, ich muss hier. Ich will stehen bleiben, Schlange drin. Erstmal Schild weg. Bam. Hol den Stab so, noch, dann können wir auf Stab hole ich noch. Ich hoffe, dass ich damit nichts triggere. So, Stab des Krieges und ihr seht. Bam. Ich kann arkane Wellen ab und zu mal, arkane Blitze schießen. So, relativ schnell. So, Leute. Heute haben wir das wieder
gebaut, was wir vorher zwei Folgen, oder war das diese Folge? Ach, siehst du, ja, siehst du mal. Wieder, was wir für einen Blödsinn gemacht haben, haben wir jetzt wieder ausgebaut. Mein Spiel abgehauen ist. Genau, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Magica mit dem M60. M60 Ja, okay, bis dahin und tschüss. Tschüss.